So, ich denke mal, willkommen zurück zu Bioshock The Collection oder auch Bioshock Remaster oder auch Bioshock 1. Wir sind Arcadia, wenn uns der... Okay, ich habe wohl keine lange Zeit, groß zu reden, denn es wird von überall gefeuert. So, ja. Kann ich es einfach verstecken? Ist ja gut. So, nachladen. Wird hier noch getroffen? Okay, leicht gehen die Dinger mir schon auf den Sack, deswegen. Ne, eins zurück. Ah, machen wir es so. Ich will dich eigentlich haben. Klappt so nicht. Ach, ganz ehrlich, wie machen wir es jetzt am besten? Feuer. 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 Waffe leer. Ist mir da ehrlich gesagt egal. Oh, da finde ich auch. Wie schnell ballert das Ding um sich? Danke, würde ich mal behaupten. So. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Warte mal, aber konnten wir nicht irgendwie speichern? Lasst mich kurz gucken. Steuerung anpassen. Weil es jetzt meine erste Aufnahme auch, seitdem ich den PC neu habe. Seitdem ich... Ja. Die neue SSD drin habe. Schnellspeicher, nein. Das möchte ich auf F5 übernehmen. Und Schnellspeicher. Das sieht dann wieder so aus. Natürlich, ein Big Daddy höre ich jetzt noch. Warum wird mir eine Xbox-Steuerung... nee. Ganz wahr. Nicht Xbox, sondern hier das andere. Wie hieß nochmal das andere Ding? PlayStation. Für irgendwas müssen wir das schwere Gerät ja auch haben, ne? Das ist jetzt blöd ein bisschen wegen der Steuerung, aber... Soweit ich ja... Oh, du bist defekt. Soweit ich ja weiß, wie was funktioniert... Ist ja alles im Butter. So, ich mach mal was Gewagtes. Geh hier hin. Ja, ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abriegelung! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Extrem wichtig. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was von denen macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. So. Das hier hat hier so schön durch geschossen. Okay. Nee, nevermind. Erstmal alles looten. Genbank. Kann ich mich hier neu sortieren? Nee, nicht so ganz. Aber ich kann nichts machen. Okay. Warte mal. Auf Maus und so reagiert es gar nicht. Mehr. Steuerung. So. Ich benutze doch keinen Controller. Wo kommen wir denn hier hin? So. Safecracker, Verhängnis schwierig getrat. Reduziert das Fliegen.
Ach so, ja, okay. Ja, damit geben wir uns zufrieden. Und ich denke mal, wir werden gleich dem Big Daddy kurz Hallo sagen, sofern er auch eine kleine Little Sister dabei hat, der wir auch Hallo sagen können. Ich warte wohl besser, bis die ersten da sind. Ja, ich würde mal behaupten, kommen nicht. Dann sollten wir zu denen rüberkommen. Ja. Ihr schießt schön weiter auf mich. Habe ich kein Problem mit. Unser Big Daddy wird uns schon schützen. Nicht wahr? Erstmal speichern. Bevor das jetzt ziemlich schwer in die Hose gehen kann. Hat er sich schon. Ja, okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, was passiert ist. Der hat aber Probleme. So. Das Ding ist, dieser Big Daddy hier streift hier gerade herum. Doch ich sehe seine Little Sister nicht. Und das ist, was mich ein bisschen stutzig macht. Objekt anfertigen. Können wir denn was? Autohacker können wir machen. Und Explosivschrot. Nehmen wir alles gerne mit. Ich habe schon wieder vergessen, wie das mit Munition wechseln ist. Ah, mit Q. So, es könnte jetzt sein, dass dieser lieber Big Daddy. Bitte was? Noch einer. Wechseln die sich jetzt ab? Sagt die quasi jetzt hier in die Hire, Mr. Bubbles. Schlüpft er rein. Macht jetzt einen Mordsprint hierhin. Ich bin jetzt mal gespannt, ob. Tatsache. Also ich schlage das Kind für eine Marathonläuferin vor. So, warte mal. Ah, scheiße, jetzt habe ich das Reflex nochmal F5 gedrückt. Adios, mi Kumpel. Haben wir nicht was Schöneres? Komm doch her! Jetzt bin ich dran. Warte, einen kleinen Moment. Nee. Ah, da kann ich jetzt leider noch nichts machen. Gute Nacht. Das war Rosie. Und einmal direkt. Schön, gib's mir her. Ja. Oh. Das Problem, was machen wir jetzt mit den Dingern? Danke. Ich kann sie entschärfen. Ich wusste, das wäre eine weniger schlaue Idee. Ich muss jetzt in die Hire, Mr. Bubbles. Ich höre ein Big Daddy. Jetzt ist. Ich finde. Ich hoffe, es war eine Vergnügung. Ich habe zu viel Geld, das ist doch nicht wahr. Was ist denn hier kaputt? Okay, ich brauche Leben. Damit kann ich arbeiten. Steckt denn hier dann noch was? Tatsache. Okay, wir haben ein kleines Problem mit dem Geld, ne?
Kann ich denn hier irgendwo irgendwas kaufen? Der hieß Adam Dings. Ja, dafür haben wir gerade weniger Geld. Okay, wir müssen aber eh gerade in die Richtung. Oder? Boah, ohne Witz, hier sind ja Big Daddies verteilt wie Blumen am Strand. Knüppelkeile! Das gibt's doch nicht. Das sind viel zu viele Gegner für mich. Ich muss mich doch irgendwo... Warte mal. Nein. Das ist... Hüpf. Sammlerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Danke. Wenn sie daher kritisch wäre, warum schicken sie uns nicht einfach durch? So ein bisschen Pistolenmunition. Hast du die Rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung mit Schönschrift? Schick sie mit der Robust drüber. Oh. Das Alarmerschulden, aber hilft kurzschluss zu vermeiden. Ist ein absoluter Muss für jedermann. Erstmal in die Genbank. So, können wir das kurz machen? Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Okay, mir ist aber jetzt noch was aufgefallen. Dafür gehe ich nochmal in die Option. Oh, ich weiß nicht, ob es Audio ist. Spiel. Untertitel. Ja. Gregory, komm mir nicht das mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, die Bestrafung zur Bürger. Soll er jetzt ein bisschen labern. So, geht doch. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche rauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam. Das ist wie schwarzgebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Ja, würde ich auch mal sagen. So. Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Ich glaube, die wollte uns irgendwas sagen. Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommt, schießt Ryan es ein Stück weiter von uns weg. Ja, also bevor ich da reingehe, speichere ich einmal. So. Äh.
Es nennt sich eine Leiche. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Ja, würde ich auch sagen. Warte mal. Ich glaube, es ist ein bisschen offensichtlich, was das hier irgendwie eine Zahl gemeint ist. 9457. 9457. Das wird es schwer jetzt sich zu merken. Und dann hat es auch Spaß. 9. Oh, ich habe schon wieder die Zahl vergessen. 9. 4. 5. 7. Na, im Durchgang. Geht doch. Wir haben zu viel Geld. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich hundertprozentig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. Bienenspucke. Ja, also dürfen wir jetzt Sachen farmen. Okay. Benutzen wir doch mal das hier. Also kurz gesagt, es ist ein Flammenwerfer. Probieren wir mal das andere aus. Es friert ein. Gar nicht mal so doof. Jetzt ist die Scheiße natürlich gegen uns. Okay. Das war vielleicht ein bisschen zu nah. Danke für den Besuch. Erschreck mich doch nicht so. So, wir können kaufen. Willkommen so. Im Zirkus der Werte. Na. Pep-Regel, nein. Warum nicht? Auch warum nicht? Ah, wir hatten jetzt... Ohne Witz, wir brauchen die Möglichkeit, Geld loszuwerden. Und hier sind zu viele Möglichkeiten, Geld zu bekommen. Viel zu viele. So, da klopft schon irgendwo der nächste Big Daddy. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Irgendwas ist ihm doch vom Kopf gefallen. Ja. Ah, jetzt wird's teurer. Nein. Okay, wir haben es immer noch drauf. Da ist der Big Daddy, aber ich würde mal sagen, hier machen wir mal kurz einen kleinen Schnitt, weil ich auch vorhin wie was gefragt wurde. Und dann frage ich mal, wofür eigentlich? So, bis später. So, das war es jetzt zur Aufnahmeteil. Jetzt geht es zum Streaming-Teil. Dann pausiere ich auch kurz.